Wir sind heute mal außer Haus im Boundary Cats in Lichtenfels zusammen mit den Crimson Ghosts. Vielen Dank für die Einladung, Jungs. Wir haben zu danken. Dankeschön. Gegründet hatten wir uns an Halloween 2.1. In zwei Monaten werden wir 15. Oh. Also werden die Live-Gigs 15. Wir werden 16. Im Prinzip, ja. Ich habe mich auch noch nie so jung gefühlt wie jetzt. Dürft ihr ja auch schon betrinken, ne? Dürfen wir auch schon, wir ja nur hier unten. Also. Und wir dürfen wählen gehen, aber das war's zum Thema Politik. Kennen uns auch schon vor den Crimson Ghosts von diversen anderen Bands in diversen Konstellationen. Ja. Ja. Ist ein bisschen Vetternwirtschaft unterwegs. Um nicht zu sagen, Inzest. Aber. Köln sagt man Klümmel. Man kennt sich. Ja, jetzt sind wir echt sehr gespannt, was uns heute erwartet. Pouchy Cats. Seid ihr schon mal aufgetreten? Mit den Ghosts noch nicht. Ich war aber letztes Jahr schon mal als zweite Gitarrist von USB dabei. Von daher habe ich schon eine ungefähre Ahnung, was heute Abend passieren wird. Ja. Also, ich hoffe einfach, wir können sogar noch mal toppen. Ich meine, was wir halt noch Neues haben. Ein neuer Schlagzeuger. Ja, hat leider ziemlich lange gedauert, bis wir dann endlich einen neuen Schlagzeuger hatten. Unser Alter war ja schon vor 4 Jahren, so glaube ich raus, ne? 3 Jahre, 4 Jahren. Irgendwie so in der Richtung. Und dann hat erstmal die Suche sowieso schon lange angehalten. Also erstmal muss man uns natürlich überhaupt einig werden, machen wir jetzt mit einem neuen Schlagzeuger weiter? Machen wir nicht weiter, weil es war ja schon irgendwie so ein bisschen familiär das Ganze. Ja. Und als wir uns dann dazu entschlossen haben, ging die Suche los und es hat ewig gedauert, bis wir auch mal jemanden gefunden haben. Dann hatten wir jemanden gefunden, der hat dann mit uns im Prinzip das neue Album, das eigentlich schon fast fertig war, oder fertig ist, mit uns einstudiert. Das musste eigentlich nur noch eingespielt werden. Ja, dann ist er in Urlaub gefahren und kam wieder mit der Nachricht, dass er dann jetzt keine Zeit mehr für die Band hat und schon mal wieder alles im Arsch. Dann ging die Suche wieder von vorne los. Und dann kam ich reingestolpert. An dieser Stelle übrigens schöne Grüße an alle Schlagzeuger, die sich bei uns beworben haben, die nie aufgetaucht sind. Ich hoffe, ihr brecht euch einfach alle Finger und könnt nie wieder im Leben irgendwas mehr anfassen. Ihr habt uns unsere Zeit gestohlen. Ich hoffe, das war's für euch. Nicht so ganz klar war, ob es uns noch mal geben könnte, weil die Drummersuche, also ich glaube, wenn etwas schwierig ist, dann einen fähigen Schlagzeuger zu finden und das war dann wirklich... Das passt gut. Das passt gerade, ja. Alright. Ja, es muss halt einiges passen. Ne? Es muss halt, ist halt eine spezielle Art von Musik, ne? Der Drummer halt auch umsetzen muss, ja. Und zu der er halt auch eine Beziehung, am besten eine Beziehung hat. Und natürlich muss es auch irgendwie menschlich passen. Wir sitzen ganz doch zusammen in so einem Bus und wenn das dann nicht passt, dann wird es schwierig. Gerade wenn du dann wirklich so eine Tour hast wie wir jetzt gerade, wo nicht alles so ganz glatt läuft. Das meiste eigentlich gar nichts. Das ist eine Herausforderung, dass dann halt auch während so einer Tour diverse Probleme halt noch zu lösen. Und der Stress, der kann halt dann auch schon mal ganz schnell... Ja. Oben landen und dann hast du dich halt schneller mit jemandem in der Wolle, als du eigentlich wolltest oder als eigentlich normalerweise passieren könnte. Aber ja. So weit sind wir noch nicht. Aber noch nicht, noch sind wir unterwegs. Ich bin das erste Mal mit den Jungs dabei auf Tour und die sind sowas von cool. Auch in stressigen Situationen wird alles echt entspannt abgearbeitet. Dann merkt man einfach die Erfahrung. Das ist super. Also von daher alles gut. We are the people.
denke, spätestens wenn unser Album wieder da rauskommt, dann wird man auch bei uns merken, wir sind mitnichten abgeneigt, irgendwie nach Horrorpunk zu klingen, uns als Horrorpunks zu bezeichnen. Was auch immer es eigentlich bedeuten mag, weil im Endeffekt, was ist Horrorpunk für eine Musik? Das kann ja jeder selber bestimmen. Die zum Beispiel Blutzankenden Zombies, die haben ganz viele Psychobilly-Einflüsse eingebaut. Was haben wir noch? Hier Nimwind, jede Menge Rockabilly, Rock'n'Roll und so weiter. Bei uns ganz klar Hardcore-Metal. Mhm. Das macht ja jeder im Prinzip anders. Lustig ist dabei immer nur, dass dann irgendwelche besonderen Spezialisten aus der Szene dann immer sagen wollen, was denn eigentlich Horrorpunk ist. Und manchmal hat man den Eindruck, diese besonderen Szene-Spezialisten, wenn etwas nicht wie die Misfits klingt, ist es kein Horrorpunk. Ja. Klingt es aber dann doch wie die Misfits, dann ist es eine billige Kopie. Also man recht machen kann man es den Leuten eh nicht. Ist aber auch nicht unser Job. Also es gab ja selten mal eine Zeit, wo wirklich eine Band von sich gesagt hat, ja, wir machen XY. Sondern jeder wollte ja ganz besonders sein, sich eine ganz eigene Schublade bauen und so weiter und so fort. Aber ich finde es Blödsinn, weil im Endeffekt, wenn du jemandem erklären willst, was du für Musik machst, dann brauchst du schon eine gewisse Schublade, um überhaupt sagen zu können, in welche Richtung es geht. Weißt du? Natürlich. Wenn wir jetzt Death Metal machen würden, dann würde ich auch nicht sagen, ja, wir machen ganz progressiv tief bestimmten Kunstgesang-Kram. Horrorpunk ist das, was uns vom Genre her umschreibt. Horrorpunk ist das, wo wir auch zu stehen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Stempel, der dich irgendwie zu was Besserem oder Schlechterem macht, sondern es ist lediglich eigentlich ein Hinweis darauf, zu welcher Szene du dich zugehörig fühlst. So, und das ist eben bei uns der Fall. Richtig. Auch wenn wir schon aufgehört haben mit der Make-up-Sache und so weiter und den Masken, wir sehen uns durchaus noch als Horror-Punk-Band, weil wenn man es wirklich nur über die Optik definiert, dann wird es irgendwie peinlich. Ihr habt da vorhin kurz sowas angedeutet. Das ist vielleicht auch noch so ein Ding, wo wir noch mal kurz drüber reden könnten. Okay. Ja, ist das quasi schon im Kasten, wenn ich das richtig verstehe? Nicht im Kasten, die Songs sind geschrieben, sie müssen aufgenommen werden. Und im Prinzip, bevor wir sie aufnehmen können, müssen sie halt erstmal fertig von unserem neuen Drummer einstudiert werden. Und dann wird's losgehen. Also wir hatten uns als ungefähres Zeitfenster gedacht, dass wir im November, Dezember mit der Aufnahme beginnen. Ich hoffe einfach mal, dass wir dann im Februar mit der gesamten Geschichte fertig sind. Also ich muss mit diesem Album und dann ja, geht's um die Labelsuche. Also ich gehe mal davon aus, es wird eher 2018 sein. Wir werden 2017 zwar aufnehmen, aber der Mixprozess und der Mastering-Prozess und so weiter, Cover-Artwork etc., das dauert halt alles schon seine Zeit und wie gesagt, das Label muss erstmal gefunden werden. Das heißt aber auf jeden Fall, wir können uns im nächsten Jahr auf ein neues Crimson Ghost Album. Definitiv die erste Hälfte des nächsten Jahres, Album Nummer 5. Und das ist doch vor allem auch schon mal eine ultra geile Aussage. You heard it first here. Hey guys, this is Shocking Radio. I'm Chris Kors and I'm here with Chris from Nimbin. How you doing? So, you just played an amazing show tonight. We took some amazing shots. How did you like it? Oh, it's cool, man. It's always cool. Anytime you can make loud noises and people want to actually hear it, that's good. A lot of loud noises are not appreciated, so loud noises that are is pretty cool. Would you say seeing here over in Europe is something different or special than from the United States or Canada? I definitely think it's different. I just think some things just ebb, you know, kind of ebb and flow. Maybe in North America right now, it's like going down a different route for a while, and then it always comes back. Like things. You know, you'll have a certain type of music takes over for a while, and then everyone gets bored of it because there's so much of it, and then another thing shows up. But I also think maybe Europe is like just an older culture, so there's more attachment to like more morose, kind of dark composition, maybe.
And that's kind of, I guess, what I do. Even though it doesn't seem that way, I seem like more of a traveling comedian than an artist. Which is it? Europe is more maybe like art oriented. People want to see more different forms of art. And you'll have festivals like Wave Gothic Treffen Festival that doesn't happen in North America. Or you'll have like all these festivals like Summer Breeze and Wacking and Hellfest and all these things that. I mean, I think America's starting to do it. You know, I mean, Canada's starting to try to do it. But I really don't know. All I can say is I think that maybe the Europeans like a more theatrical, darker, older sound. Maybe. I think I fit in more over here. I don't know why I just did that. Interesting. Well, I've had many remarkable stories. I think just making it to the show sometimes is a remarkable story. We have so much trouble sometimes. Just actually getting there is a remarkable story. Getting a visa, crossing the border, wherever we're going, getting on planes where everyone got on at the same time and landed at the same time and got all our gear and ended up at the show at the same time. I don't consider a show completed until we've like played the last show. Then I can say we played that show. Before then, anything can happen. Sorry. You got anything interesting to tell to German fans or people out here? Just thanks. Like every time we get to come out here is a total treat. Like we had a playing with Crimson Ghost and we had a big barbecue. Someone threw us a big barbecue, and it was the first time I think I'd ever got to just hang out with everybody. Where we weren't having to run somewhere, tune something, drive and get something that we forgot. It was just like a bunch of guys hanging out. Made me realize how much stuff you've gone through together, right? Because you start talking about stuff, next thing you know, like 8 hours have gone by, everybody's drunk as dogs. You're still talking about all the things that have happened over the years, man. Yeah, it's never ending. Hey guys, here is Shockin' Radio. I'm Chris Klops, and with me is Argal Goldsby. How cool is this? So, Argal. Yes. You've played a great show tonight. Thank you very much. How did you like the audience and the location? The audience was good, man. I mean, it's a Tuesday night. Actually, it's Wednesday, I think. Yeah. Is it Wednesday? It's Wednesday. It's Wednesday. All right, so, you know, Wednesday nights are always kind of a gamble. So the fact that anybody shows up on a Wednesday night is always awesome. Paunchy Cats, the venue that we're playing, I've been playing here as far back as Blitz Kid, my old band. This would probably be maybe my 6th or 7th time playing here. I always love it here. The staff's really cool. It's a cool club. Time and there was a lot always going on, so it was nice to take a break. I put some music out, but it wasn't my intention to tour or be a band. It was just like, still here, here's some music, check it out. But around 2015 I just decided to get things in gear. I got invited to play Hell Nights with Nemvind, and I was like, it's time. I need to go ahead and like write some music and write a proper album. When I get home, I'm going to start, taking songs that I didn't make this album, Darken Your Doorstep, continue to work on those and add them with some of the newer music I've been working on, and just keep the cycle going, So you already were prepared for the worst case? Dude, I've got enough. I can put out 2 albums right now, If I don't mean that like, haha, I'm awesome, but it's just like, I have to cut myself off sometimes. I get writer's block like anyone else, but
this is what I do, you know what I mean? And I'm fortunate that it comes easy for me, like, to write. Now, whether or not people like it, that's an entirely different story, but it's not hard for me, you know, it's just what I do. You know, it's how I relieve stress, it's how I just stay sane, I guess, as possible. My first tour in Europe was in 2004 with Blitzkid, and you know, we were just wandering around like our eyes this big, like, this is crazy, you know, looking at everything, like all the old cities, like Lichtenfels, for example. This, I was walking around the city today, it's so old, you know, like all the buildings, the architecture is beautiful. So I really like that, especially in Bavaria. It's one of my favorite places, just because of the architecture and all that. The people are great here, the crowds are very responsive and receptive. You know, it's Europe in general seems to be set up for a touring musician. Like in America, you might get a show, and it's not, I don't mean to say anything bad about America, it's just, you're kind of on your own, you know what I mean? It's like, okay, we got you a show, now it's your problem, the promoters, a lot of the times. Here, you know, you have band flats, and I'd never seen a band flat in my life until I toured Europe. Like, we finished playing, and I was like, oh man, we have to load all this up and go find a place to stay. And they're like, no, just leave it on the stage. I'm like, why? And they say, because you're sleeping upstairs. We have an apartment for the band. You know, the first tour that Blitzkid did in 2004, we met all the guys at the Crimson Ghosts. And then we did a tour with them in 2006 because we were label mates on Beam Force Records back at that time. And we just remained friends, you know. I mean, like, Boozer, the Jackal, you know, he plays guitar in this band. That's the way I have this band set up. It's never the same. The last time we played here, which was last August in 2016, it was an entirely different band. We had the guys from the Crypt Keeper 5 backing me up on the road tonight. Tonight we had Nymph Band and some of the Crimson Ghosts. Just because someone says to me, like, oh, well, horror punk isn't popular here, I'm like, tough shit for you. I'm coming to your town. You know what I mean? Like, we're out here, we're doing it. This is my fourth tour over here, you know what I mean? In the past 2 years, like, it creates this false image that there's no scene there, but it's not. It's just there's scenes go through these phases where there's a willingness to help it and then an unwillingness to help it. It's like a pendulum, you know what I mean? And it's like, if you ride that shit, then you're never going to be consistent. Yeah. You know what I mean? I just fucking walk right through that crap, man, and just stay constant, believe in what you're doing, and it always swings back your way. You know what I mean? People change, trends change, times change. But, you know, music's music. We need to leave right now. Okay, sorry, we gotta go. So, guys, thank you very much for your time. Good night. Thank you for listening to me rant a bunch of bullshit that I did mean, but you know what I'm saying. Long live the horror. We'll see you next time in Shockin' Radio. Thank you guys very much. We'll see you around.